Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zur Autobahnpolizei Simulator 2 mit meiner Wenigkeit. So, ja, natürlich müssen wir die Mission nochmal neu machen, weil wir gegen die Tunnelwand gefahren sind. Und das habe ich jetzt einfach offscreen gemacht, weil das, ja, was soll ich euch das zweimal zeigen, war ja Blödsinn. So, dann berichten wir jetzt hier unseren Chef mal Dings. Spiel ist neu gestartet. Geht auch mittlerweile etwas besser. Naja, wie gesagt. Also sind auf jeden Fall die Grafikfehler sind weg. Und Martin Zorn kann ich auch wieder einschalten. Was haben Sie herausgefunden? Wir sind einer Spur nachgegangen und kamen so zumindest an ein Foto des Tatverdächtigen. Gute Arbeit. Das ist ein erster Anfang. Sobald wir weitere Hinweise bekommen, nehmen wir den Fall wieder auf. Mir liegt die Klärung der Sache sehr am Herzen. Also bleiben Sie wachsam. Wir müssen dem Täter das Handwerk legen. So, sehr gut. Aufgabe abgeschlossen. 1370 Points. Und damit haben wir jetzt auch unsere erste Mission fertig hier gemacht. Und wir kaufen uns natürlich erstmal das Verkehrssystem. Ja, Kosten 2,50. Erwerben. Kann ich noch nicht, weil gehört uns das schon? Das gehört uns schon, alles klar. Das hat er noch vom Spieldings eben. Du hast nicht genug Einflusspunkte, ja, ich weiß. Jetzt ist noch eine Tür, es wird immer besser. Und nach diesem wundervollen Cut geht's auch schon wieder weiter. wir haben 1370 Punkte. Kann man leider noch nirgends investieren. Außer, na doch, eine Kaffeemaschine. Verbessert das Büroklima. durch Aktivierung dieser Fähigkeit, also das haben wir schon. Wie sehen Sie, das kostet auch 2000. Das ist auch wieder. Ne, da kann man leider noch gar nichts machen. Okay, gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Die nächste Aufgabe ist unter uns. Gucken wir mal. Jo, das sah sehr gut aus. Hier oder was? Hallo? Also noch von der anderen Seite ansprechbar oder was? Ach, ziemlich dämlich, oder? Komm her. Ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Sind unterwegs. Ja. Alles klar, machen wir das. Erreiche den Zielort. Das sind auch nochmal 12 Kilometer. Also auch wieder ganz nah dran. Einsatzbereiter Fahrer, Einsatzauftrag übernommen. Natürlich ist F gleichzeitig auch ein- und aussteigen. Das ist ganz klar. Sowie bestätigen der des Funkstatus. Auch nicht verkehrt. So. Das Antworten hört sich auch so an, als wäre es ein Fahrfänger. Sehr viel Gas und Kupplung immer noch getreten. So. Dann wollen wir mal zu den Ort dahin cruisen. Verkehrsunfall mit LKW, Einsturzgefahr. So. Jo, sehr gut. Das meine ich halt. Die anderen Verkehrsteilnehmer reagieren halt auf Blaulicht und Martinshorn 0. Wenn sowas geht wie anhalten etc. pp., das schon. Aber ansonsten reagieren die halt wirklich 0. Das juckt die nicht. Das juckt die einfach nicht. Das war schon beim ersten Teil Blödsinn. Ich dachte, hier haben sie es besser gemacht. Zumal ist es in der Demo, in der Gamescom-Demo hat es funktioniert. So halbwegs. Hier scheinbar gar nicht. Interessiert uns nicht, ist uns egal. Keine Ahnung. Weiß ich nicht so genau. Aber die Fahrzeuge reagieren definitiv nicht darauf. Momentan ebenfalls noch nicht. Gucken, ob das überhaupt in Planung ist oder ob das halt einfach so ist, wie es ist. Aber nö, gut. Kann jeder davon selber halten, was er möchte. So, dann einmal rechts überholen. Wenn die Autos sich schon nicht verpissen, müssen wir uns halt selber durch den Verkehr jagen. Bei permanent 6000 Umdrehungen pro Minute. Wir sind schon im Drehzahlanschlagbereich.
260 ist scheinbar Spitze, was wir hier raushören können. So, ansonsten ist es hier unten auf der Navikarte sehr einfach nur erstmal der Autobahn folgen. So, aufpassen hier. Und ich würde irgendwo dagegen rammeln und die Mission beendet. Weil das 100% habe ich noch nie geschafft im Antesten. Es war natürlich erstmal wieder in der Aufnahme. In der gestrigen Folge das erste Mal, ganz klar. So. Einmal sich durch die Mitte hier durchjagen. Dann an den wiederum vorbei. Und dann sind es noch 7,9 Kilometer. Wie gesagt, ihr seht, es dauert teilweise. Aber man wird relativ weit weggeschickt. Also wie gesagt, an der Spielgröße, da gibt es eigentlich nicht viel zu kritisieren. Das steht ja außer Frage, aber wie gesagt, der Rest halt, das ist oh, Grafikfehler. Wer hätte es gedacht? Und dass der KI-Verkehr hier nicht drauf reagiert, ich verstehe es halt nicht. Also, es reicht ja einfach, wenn sie einfach nur einen Fahrspurwechsel machen würden. Müssten ja nicht mal rechts ranfahren oder anhalten. Das funktioniert ja auch, wenn man es macht. Aber warum sie dann nicht einfach mal die Fahrbahn wechseln, das ist mir so ein Unding. So, wir müssen da runter oder was? Oder wie oder wo oder da vorne runter, ja? Da vorne runter. Ja gut, hier geht es nämlich eh nicht weiter, mal wieder. So, ich ecke hier zum Beispiel nirgendwo an, sonst würdet ihr das am Chaos-Status in der Mitte sehen. Und trotzdem kommt diese. Jetzt zum Beispiel bin ich angeeckt, ne? Aber ansonsten kommen trotzdem diese Soundgeräusche, die nicht wirklich Sinn ergeben. Eieiei, so eine langgezogene Ausfahrt. Ja, nun stehst du hier. Und kommst nicht vorbei. So. Gehen wir mal raus. Haben immer noch 6 Kilometer vor uns. Aber mittlerweile in halbwegs schönen Sonnenuntergang. Ja, der nächste Typ, der uns blockiert. Jo, sehr gut. Lauf dich, danke. Ach ja. Jetzt fehlen aber aus irgendeinem Grund die ganzen Funksprüche. Es kommen keine Funksprüche mehr rein. Weil ich gerade so wundert, irgendwas ist hier ruhig. Ich finde das alles irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich euch das sagen soll. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich drüber lachen. Sagen wir es mal so. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich wirklich drüber lachen. Aber es ist halt echt irgendwo sehr traurig. Irgendwas fehlt immer. Und gerade Blaulichtsimulationen sind so beliebt. Warum nicht da einfach mal ein bisschen was Hardcore-isches machen, aber soll anscheinend nicht so sein. Soll anscheinend nicht so sein. So. Jo. Ganz ruhig bleiben. Boy. Ja, ich halte mich immer erschrocken, als wir gesagt, hä, was, wie, wo, aber scheinbar setzen wir unten nur auf, scheinbar ein bisschen tiefer gelegt, das Auto. Ich weiß es sonst nicht, ansonsten gibt es keinen Grund für dieses Knall, für diese Knallgeräusche. So.
Manchmal muss die Gefahrenstelle schnellstmöglich gesichert werden und der Verkehr ausgebremst werden. Dein Partner wird dir sagen, Matrix aufs Unfall oder Gefahr stellen solltest. Bis zum Zeitpunkt sollst du die Geschwindigkeit auf 50 km/h drosseln. Da vorne kommt die Unfallstelle. Um den nachfolgenden Verkehr zu stoppen, solltest du die Matrix anschalten. Ja, machen wir das natürlich mal. Verkehrs-, Matrix-Anzeige. Jetzt hat er mir weder gesagt Unfall oder sonstiges. Es gibt zwei weitere. Achtung Konvoi, Achtung Stau, Spur gesperrt. Machen wir mal eher Spur gesperrt. Oh, der zieht halt an uns hier so nebenbei vorbei. Ist ja kein Problem. Bleib da vorne stehen. Ja, machen wir natürlich. So, der Verkehr muss man nicht verlangsamen, weil der bremst sich ja vorne alleine aus. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. So, genau, Unfallskizze etc. pp. Das habe ich mir alle schon 30 Mal durchgelesen in den Tutorial. So, jetzt müssen wir aber hier beispielsweise auch extrem aufpassen. Wir dürfen nicht in unser Fahrzeug einsteigen, weil wenn wir das tun, ist die Mission automatisch beendet oder als gescheitert angesehen. Keine Ahnung warum, ist halt so. So, jetzt müssen wir hier einmal die Objekte entfernen, beziehungsweise Foto machen. So. Das ist der Fahrer aus der ganzen Situation. Will er wohl nicht, oder wie? Ja, doch, Brückenschäden. So. Jo, jetzt habe ich mich außerhalb vom Spiel geklickt. Das Feature ist natürlich auch wieder mit dabei. Dann werden wir erstmal kurz hier das Zeug noch von der Fahrbahn räumen. Sehr schön. Hab ich schon mal gesagt, dass die Kamerasteuerung teilweise ein Graus ist. So, Objekte entfernt und dann noch mit dem LKW-Fahrer sprechen. Das ist der hier. Hallo, was ist hier geschehen? So was Dummes, dass mir das passieren muss. Oh Mann. Ganz ruhig. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Also, atmen Sie tief durch und erklären Sie, wie es dazu gekommen ist. Okay, ja, also, während ich fahre, höre ich ein komisches Geräusch und sehe im Außenspiegel, wie ich Ladung verliere. Das hat mich so erschreckt, dass ich nicht nur voll in die Eisen gegangen bin, sondern auch das Lenkrad verrissen habe. Und bevor ich mich versehe, bin ich in die Brücke. Sowas ist mir noch nie passiert. Der neue Kollege hat bestimmt geschlampt. Der war für die Ladung zuständig. Sie wissen aber schon, dass Sie als Fahrer des Fahrzeugs letztlich für die Sicherheit der Ladung zuständig sind? Ja. Das tut mir so leid. Wir sind hier fertig. Sie und Ihr Arbeitgeber werden sicher noch Post wegen des Vorfalls bekommen, aber erholen Sie sich erstmal. Danke. So, 1200 von 1200 Punkten gemacht, absolviert. Sehr gut. Und da ploppt er weg. Und da ist die Musik auch schneller zum Stehen gekommen als alles andere. Was ist mit Kollege hier? Lass ihn mal ein bisschen von der Fahrbahn runtergehen, ja. Ah, gut, dass du kommst. Ein LKW ist an einer ungünstigen Stelle liegen geblieben. Wir sollten da vorbeifahren und nach dem Rechten sehen. Also dann, worauf warten wir noch?
Nehmen wir das natürlich auch an, aber das erst wieder in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann, haut rein. Tschüss.